Und damit sind wir wieder bei Let's Play Dark Souls 3. Juhu. Was soll schon schief gehen? Dachte er sich und sprang in den Tod. Also wir haben es jetzt abgemacht, jeder probiert es jetzt noch einmal. Dann haben wir die 5 Versuche pro Person, dann glaube ich, voll. Dann haben wir die 5 Versuche durch und dann... ja. Weißt du, ich bin schon am Dauersprint und er fistet mich trotzdem. Aber auch nicht immer. Und dann besorgen wir uns einen mehr oder weniger kompetenten Verbündeten, hoffentlich. Beziehungsweise du kannst ja... Nein, die Seelen sind links. Rechts meinst du? Also sind rechts, aber ich bin nach links. Irgendwie in Links-Rechts-Schwäche so? Nein, eigentlich nicht. Also frontal angreifen? Nee. Aha. Der Parierdolch macht auch Schaden. Wie war das? Er kann damit nur parieren? Jawoll! Ah, jetzt kommt der zweite. Ja, komm, pass auf, dann. Rollen sie erstmal, ne? Rollen wir erstmal. Rollen. Lololol. Können wir mal gucken, wo sich der dritte erhebt? Das war auch nicht der gerade rechts. Ja, sicherlich. Ja, komm, jetzt roll halt. Wie wär's? Rip in pieces. Das ist doch scheiße, sowas. Ich bin die ganze Zeit nur am Rollen. Und dann hängst du in so einer Ecke fest. Schön. Ah. Oh, 1 Minute 34 habe ich durchgehalten. Na, ja, du musst ja noch den Weg bis zum Boss. Den habe ich jetzt einfach mal dazu gezählt. Den habe ich jetzt mal ignoriert. Schön. Ha. Das führt ja sonst zu nichts. Jetzt hast du nämlich keine Stamina mehr auf der Höhe. Und? Aber trotzdem trifft er dich nicht. Das ja. Ist doch lächerlich. Nee, das ist Skill. Das ist einfach lächerlich, ja? Nee, das ist Skill. Kann ja trotzdem lächerlich sein. So, wo liegen jetzt die Seelen? Hinten links. Oh, nö, ey. In der Ecke halt. Oh, es wird immer, wo ich verreckt bin. Es wird immer weiter hinten. Das ist, ja. Naja, beim letzten Mal hat es sich ja so ein bisschen in der Mitte gehalten. Aber okay, jetzt viel weiter als... Das kommt man eh nicht nach hinten. Ja, toll. Sie ist positiv. Pech hab, steht jetzt direkt der zweite auf, oder? Nee, was heißt Pech? Ja, dann habe ich erstmal zwei Jungs. Ach, ja, komm, das wäre ein Reißtrenner Backstep gewesen, wenn... Wenn es denn funktioniert hätte. Ist richtig. Na, da kommt der zweite. Schön. Das heißt erstmal, wie so ein Bild rollen. So rollen und auf den dritten warten. Das war auch sportlich knapp, muss ich ja sagen. Ich sage, du glaubst, dass er dich damit nicht erwischt hat. Ach, das ist der dritte. So, jetzt mal gucken, weil... Ja, das ist doch super. Schön hier Beef und dann... Ich weiß nicht, das war nicht der, der alleine war, aber okay. Ja, ich hab's jetzt gerade so der andere gewesen. Nicht gesehen. Nee. Ach komm. Dafür, dass wir schon einen abgemurkst haben, hat er aber noch ganz schön viele Lebenspunkte. Sprinten. Ah, manchmal habe ich das Gefühl, irgendwie das Rollen tatsächlich mehr Bewegung überbrückt als... Als Sprinten, ne? Als Sprinten. Ja, jetzt ist Nummer 3 wieder da. Mhm. Kannst ihn ja schnetzeln, hoffentlich. Ja, das war Nummer 1. Jetzt machen sie richtig Schaden auch immer. Aber... So, jetzt sind noch einer am Leben gerade, ne? Ja. Wo entsteht der zweite? Ja, wahrscheinlich da hinten, bei der Treppe. Ich denke mal, die stehen ja einfach wieder auf. Die spawnen ja nicht neu. Also hier liegen genug. Uah. Ja, siehst du, die spawnen. Also hier liegen genug Leute rum, die alle wieder ja, aufstehen können. Die stehen tatsächlich, glaube ich, wieder da auf, wo sie gestorben sind. Und du sollst dich heilen. Ich probiere es. Lauf. Immer ist das Full House. Ach komm, das wäre wieder ein Backstep gewesen. Ja. Cremig. Oh Gott, was war das denn für ein Angriff? Ja, das ist dieser... Aua. Der... Wenigstens bin ich jetzt direkt davor gestorben. Ja, das heißt ja nichts. So, möchtest du jetzt einen summonen oder... Ja, machen wir mal. Nee, ich meine, ob du jetzt summonen willst oder nicht. Ja. Weil wir werden dafür jetzt ein Blut brauchen. Blut? Glut. Glut. Achso, also wir verbrauchen jetzt ein Glut. Was soll schon schief gehen? Wäre schon cool, wenn wir den dann jetzt schaffen.
Das hängt ja wahrscheinlich hauptsächlich auch davon ab, wie gut der andere ist, der mit uns. Ja gut, du musst natürlich deinen Teil natürlich dazu auch noch beitragen. Ja, ne? Das ist korrekt, deswegen gucken wir mal. Wir haben ja 11 Glut, glaube ich. Also es kommt ja immer ein bisschen noch darauf an, wie gut du bist. Wie läuft das jetzt mit dem Zumbauen? Ja, du musst dich jetzt bis, also kurz vor dem Bosskampf stellen und dann musst du erstmal eine Glut einnehmen. Du musst natürlich erstmal gucken, ob dir jetzt jemand folgt oder nicht. Das ist richtig. Ja, das ist hier nämlich cremig hier. So. Jetzt bleib am besten da hinten stehen und nimm eine Glut. Fahrt das Menü? Nein. Das ist wieder sehr gut. Trink erstmal vielleicht jetzt doch was. So. Ja. Inventar. Glut. Benutzen. So, jetzt gehst du vor den Bosskampf. So, und jetzt müssten die auf dem Boden. Da. Zum, nee, noch nicht. Das sind alles nur Nachrichten. Ja, muss ein bisschen warten. Muss ja Online-Spiel erstmal aktivieren. Am besten du gehst nochmal weg, weil da sind ja, kommen ja gleich diese Ritter. Kannst auch mal zum Leuchtfeld zurückgehen und gucken, ob da Schriftzeichen erscheinen. Aber eigentlich müssten die ja direkt beim Bosskampf erscheinen. Ja, es ist je nachdem da, wo die Leute halt ihre Nachrichten hinterlassen, ne? Es kann natürlich auch sein, dass wir gerade Pech haben und niemand gerade hier den Bosskampf machen will. Das gibt's auch. Nur da kommen jetzt vielleicht die schwarzen Ritter und dann haben wir ein Problem. Naja, das dauert noch einen Moment. Könnte natürlich auch sein, dass es hier irgendwo liegt. Also es kann natürlich auch passieren, dass gerade niemand hier in dem Gebiet ist, der dir helfen will. Das gibt's natürlich auch. Dann haben wir natürlich verkackt. Lauf mal kurz zum Leuchtfeuer. Vielleicht sind da, also ab und zu sind da auch Leute, die ihr Zeichen da abgesetzt haben. Ich meine, auf dem Weg dürften jetzt keine Gegner mehr eigentlich sein. Der ist oder an links. Geh mal links. Beziehungsweise nicht, dass die Ritter noch irgendwie anlockt oder so. Nee, die kommen hier nicht hoch, glaube ich. Ja, das ist natürlich Dr. Giftwolke. Moment, ist jetzt das... Renn mal da rein. Guck, da ist doch schon der erste Summon. Jawohl, da sind sie. Diese Schriftzeichen auf dem Boden. Guck erstmal, ob dir einer folgt. Nicht, dass du jetzt gleich einen Klatsch von hinten kriegst. Ja, der kommt nämlich. Aber er haut ab. Oder auch nicht. Gut. So, jetzt ist die Frage. Du kannst mehrere beschwören. Aber je mehr Leute da sind, desto schwieriger wird der Kampf. Ist egal. Pass auf, wir machen es einfach mal zu dritt, glaube ich. Oder? Lass mal gucken. Die anderen sind jetzt gerade verschwunden. Muss einen Moment warten, das dauert halt ein bisschen, ne? Das würde ich nicht berühren, das ist ein Invasions... Also dann wird er dich angreifen. Mhm. Gut, dann lauf. Er folgt dir jetzt. Beziehungsweise... Ja. Lauf. Ja, weil da waren jetzt keine Rufzeichen mehr. Ja. Die verschwinden halt, wenn die Spieler offline gehen. Ach so. Das sind live... Ja. Also die Spieler sind halt aktiv gerade am Spielen. Wenn die halt offline gehen, dann sind die halt nicht mehr da. Ja. Du musst natürlich jetzt auch vorlaufen und ihm zeigen, wo du hin willst. Weil es gibt ja in dem Gebiet auch andere PvP-Sachen. Und er weiß ja nicht, was du gerade genau machen willst. Aber ich denke, er kann sich schon... Achso, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass die Leute, die sich da hinsetzen, einfach primär den Bosskampf machen wollen. Nee, es gibt da zum Beispiel auch Invasorenkämpfe oder so, die man da machen kann. Aber wenn du jetzt reingehst und den Bosskampf triggerst, kann er dir folgen. Du musst nur halt als erster reingehen. Ich wollte gerade sagen, er sprintet vor. So, du gehst rein, holst dir am besten direkt die Seelen. Ach komm, das gibt's doch gar nicht. Ist doch lächerlich. So, und jetzt kann man den zu zweit relativ gut... Komm, ja, das ist ja cremig. Muss natürlich einer aufpassen, dann kommt der zweite, ne? Das ist die Frage. Ja, das ist richtig. Was macht er jetzt? Er ist auch im Ausweichen demnach. Ja.
Er wartet wahrscheinlich auch auf den dritten. Macht ja auch Sinn. Da jetzt ist der dritte da, jetzt klopft auf den rum. Sehr gut. Ja, das war die erste Fahrt. Erfolgserlebnis heute. Immerhin. Läuft, ne? Ja, so mit Leuten zu. Ja, ich glaube, zu zweit, das ist, glaube ich, bei dem hier besonders. Also wenn du dann die richtigen Leute hinkriegst, dann ist das schon geil. Weil ich glaube, wenn du den zu dritt machst, wird es auch etwas entspannter. Zu dritt ist auch gut. Macht. Weil dann kannst du quasi, kann sich jeder immer einen nehmen. Mach mal weg. Wobei er ja jetzt auch nur... Aufstand. Ja, alle anderen Tasten sind natürlich nicht erlaubt. So, jetzt kommt natürlich die haarige Phase. Wo er direkt mal kassiert. Genau, wo er direkt mal die Fresse poliert kriegt. Jawohl. Nein. Alter, wann soll man ihn denn angreifen? Das ist doch lächerlich. Roll erstmal weg und trink vielleicht was. Er greift mit einer Magiewaffe an, das ist natürlich auch geil. Heilung. Ist eigentlich auch dann teilweise so gedacht, dass der eine den ablenkt und der andere den dann backsteppt. Ja, okay. Ah, ja, so zum Beispiel. Ja. Das bringt jetzt gerade nichts. Können auch trotzdem auf ihm rumkloppen, solange er am Boden liegt. Ja, ich denke mal, der killt den jetzt relativ easy alleine, vermutlich. Jetzt musst du nur aufpassen, dass du jetzt nicht, dass du nicht stirbst. Also wenn er stirbt, ist ja nicht so schlimm. Halt, ja, geschafft. Cremig gebacksteppt. Jetzt kannst du ihm noch danken. Wie macht man das? Ah, das letzte würde ich nehmen. Ja. Das verbeugen. Er winkt schön. Das sind eine Fürstenasche. Seelen eines Wolfsbluts und Sonnenlichtmedaille. Sonnenlichtmedaille kriegst du für Siege im Koop. Und der verschwindet jetzt einfach. Guter Mann. Jetzt hast du da hinten das Leuchtfeuer auf der anderen Seite. Geschafft. Links. Links ist gut, okay. Ja. Ja. Tatsächlich. So, 26.000 Seelen. Kann man mal machen. Was haben die sonst noch geschrieben? Geschafft. Oh, das ist ja Magie. Versucht Absprung. Ich würde jetzt erstmal zum Leuchtfeuer gehen. Geh einfach zum Leuchtfeuer. Lass mich doch einfach hier schauen, Mensch. Ja, in 26.000 Seelen. Ja, komm. So. Ach, da kann man runtergehen. Mhm, da ist jetzt das nächste Level. Möge die Flamme nicht leiden. Gut, dann werden wir aber erstmal Estus auffüllen. Und vielleicht leveln. Ja. Und vielleicht gucken, was wir für die Bossseele kriegen. Und wir können die erste Fürstenasche auf ihren Thron setzen. Auf ihren Thron, ja. Thron. Mit Strom. Ja. So, was leveln wir dann? Welcome home, speak very well. Ja, was leveln wir? Gelaber. So 9000, also denke mal so 2 sind drin. Ja, 3 würde ich sagen. Naja, 3 wird wahrscheinlich nicht reichen. 3 mal einmal Vita, 27, das einmal Vita, nicht. Einmal Geschicklichkeit. Das dann reicht es nämlich, ja. Ja, ist ja egal. Brauchen wir fast 10.000 für das nächste Level ab, da brauchen wir dann... Ja, aber ist ja erstmal gut so. 1000 fehlen, ja, 1008 fehlen uns da. Also Vita und Geschicklichkeit. Ich glaube, das ist momentan so eigentlich, dass das man ganz gut machen kann. So, warte mal, jetzt können wir hier... Welcher Thron ist das? Der da. Also der ganz rechte. Nee, der zweite von rechts. Das ist Jorms, das ist der von den... Wächter ah, okay, Wächter ist abgrund, Tatsache. Sieht man auch, weil da die ganzen Schwerter stehen. Stimmt, weil es ja viele sind, ne? Das ganze Fürstenasche da bieten. Sieht aus wie so drei Pilze, aus also drei Schädel, ja. Du klopfst da gleich immer den Schädel drauf. So, und jetzt haben wir den ersten Aschefürsten besiegt, von 5. 20% der Bosse umgelegt, super. So, und jetzt können wir vielleicht noch... Ach nee, wir haben ja keine Estus gefunden. Ach so, ja, wir könnten schauen, warte mal. Da müssen wir zu dem Typen da gehen. Stimmt, was wir... Schauen, was wir mit der Bossseele machen können. Ich glaube, der gibt auch eine Geschicklichkeitswaffe. Aber ich...
Das Nein. schaffst du nicht von haben. Nee. So. Aber da muss man halt gucken, ob die... Ihr seid zurückgekehrt. Also das ist ja, glaube ich, ein ziemlich krasses Zweihandschwert. Wandlung. Ja. Ja. Warte mal, was haben wir gerade gekriegt? Das ist das vom... Da. Das hat ein C-Scaling auf... Nee, das nicht. Warte mal. Das Schwert. Das da. Meinst du? Erfahrung großes Schwert. Ja, genau. Ja. C-Scaling auf... Warte mal, geh mal kurz links daneben, auf das daneben. Nee, das ist das Großschwert. Das ist ja, das ist das Stärke, Stärkeschwert, was du kriegen würdest. Und das rechte ist das, Geschicklichkeit. Das Geschicklichkeitsschwert, was du kriegen würdest. Da bräuchten wir 18 Stärke für. Wir haben jetzt 11. Also da hast du auch diese Parierdolch, siehst du? Ja gut, ist halt die Frage. Ultra Großschwert einzigartig. Normalstoß. Physisch. Gut, 125 minus 50. Also 175 demnach dann, ne? Ja, also es ist nicht schlecht, aber... Ja, es ist aber nicht besser als die Waffe, die wir im Moment haben. Nee. Außerdem müssten wir dafür erstmal 7 Level Geschicklichkeit. Stärke. Stärke. Ja. Geschicklichkeit passt auch nur gerade so. Ja, sonst noch. Nicht so. Gibt's noch andere Sachen davon? Nee. Das ist in der ersten Seite ist ja alles. Ist ja alles in der Übersicht. Gut, dann. Benutzen wir die. Do not be. Wie viel bringt die denn? Das ist die Frage. 10.000. Warte mal, ist wo auch ist die? Verwonne. Muss weiter runter. Guck mal, wie viele Seelen haben wir. Da, vom Großholz haben wir noch die Seele. Dann die Wolfsblutseele. Und was haben wir da in der Mitte? Verirrten Dämon. Ach, von dem ja, Dämon. Ja, von letzten Mal. Ja, bringt uns auch nicht viel, ne? Ja, ist eigentlich die Frage, was die uns alle bringen, ne? Ja, das also weiß viele ich. Dings, also, Seelen. Also, ich kann mir vor, also vom Großholz kann ich mir vorstellen, die bringt 10.000. Da sollen wir einfach mal nutzen und dann nochmal aufleveln? Ja. Also wir haben jetzt geguckt, es bringt ja, uns es ja bringt uns nichts von effektiv von den... 3.000. Ja. Stimmt, bei den kleineren waren es immer 3.000. Das war jetzt eine Boss-Seele, ne? Ja, aber das ist einer von den früheren Bossen gewesen. Die haben ja trotzdem nur 3.000. Das ist der erste richtige Boss. Ist dann halt so. Gucken wir mal, der verirrte Dämon. Das war ja eigentlich auch nur so ein Mikroboss. 5.000? 20.000. Wie viel bringen denn dann jetzt die Abyss Watcher? Noch 20.000. Das ist aber komisch. Bringt der ja. verehrte Dämon irgendwie überproportional viel. Ja gut, der war jetzt auch nicht ganz so leicht. Ja, aber kommt im Vergleich zu den Abyss Watchern ja, schon gut. ein bisschen hart. Ja. Finde ich. Also. Was pushen wir denn dann? Ich würde. Also weil wir später auf jeden Fall 10 Glauben brauchen. Ja, dann nehmen wir zweimal Glauben. Ja. Dann haben wir das. Dann haben wir noch 30.000. Das heißt, 2 Level. Und dann können wir vielleicht noch eine kleinere Welle nehmen. Ja, Kondition war bisher nicht so das Problem. Ja, vielleicht mehr Geschicklichkeit oder Vita. Wobei Konditionen, hast du ja gemerkt, wenn du rollst. Ja, es ist jetzt die Frage, und wie oft du solche Rollkämpfe hast. Ne? Ich meine, wir können da nochmal einmal Kondition, einmal Vita machen. Ja. Dann machen wir das so. Dann haben wir noch 8.000 über, brauchen 11.000. Das heißt, ja, 3.500 fehlen uns dann. Haben wir denn noch... Warte mal. Ja. Ne, kleine Seelen haben wir, glaube ich, nicht mehr. Ne. Prismastein. Ach, zur Wegesmarkierung, dafür sind die Dinge. Ne, haben wir nicht. Das ist natürlich schade. Siegbräu. Auch sehr gut. Müssen wir ein bisschen gut, mit unserer Glut handhaben. Nur ein Stück. Ja, stimmt. Deswegen, das ist halt immer so ein bisschen... ich meine, jetzt hat es natürlich ja immer das Risiko dabei, wenn du den einsetzt, halt, aber du hast ja halt auch... Du hast ja auch so viel Glut, ne? Ja. Das ist immer... Wie mit den Haltringen. Wenn du am Ende 20 Haltringe hast, dann bringt dir das nichts, wenn du dafür denn deswegen dreimal gestorben bist. Ja. Also, jetzt gehen wir wieder zu den Wächtern des Abgrunds. Mhm. Und jetzt können wir halt überlegen, ob wir jetzt in dem Kerker weitermachen oder ob wir erst da in der Kathedrale weitermachen. Weil ich glaube, jetzt ist es relativ egal, was wir zuerst machen. Gucken wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Wobei, eigentlich auf die Kathedrale habe ich jetzt im Moment nicht so viel Lust.
Warum bloß? Ich weiß auch nicht, wieso. Schlechte Erinnerung ans letzte Mal, glaube ich. Verstehe ich gar nicht. Seltsamerweise, ne? Sie hat es jetzt hauptsächlich mit immer wieder aufstehenden Skeletten zu tun. Ach so. Ja, dann bringt das Gucken also gar nicht so viel. Gut, ich meine, wir haben jetzt direkt da ein Leuchtfeuer von dem Abyss-Watcher, ne? Also von daher. Ja. Zack, zack, zack und weg. Ja, auch nein. Hm? Katusrot, das meine ich. Guck an. Blutungseffekt. Und jetzt würde ich blocken, weil der dich... Mach mal mit. Da kommt direkt... Ja, genau, das war nämlich meine Befürchtung. Ach, hast du den schon gesehen? Den habe ich, schon gesehen. Ich so, deswegen meinte ich, oh nein. Das war mein Gedanke dabei. Roll erstmal zurück. WTF. Der hat ja die ganzen, ganz fancy Move drauf. Also gegen Schilder schlagen ist wieder Kontra. Ganz lustig ist irgendwie, wenn du gegen den auf der Brücke kämpfst, dann kann es passieren, dass er sich selber runterrollt. Dass er sich selber tötet. Sehr gut. Oh, ja, kleine Titanitsche, aber hättest du mal vielleicht was anderes droppen können. Was Größeres zum Beispiel. Eine große Titanitsche. Ne? Zum Beispiel. Da ist jemand an dem Typ verreckt. Ja. Stehe jetzt, glaube ich, gleich ein Skelettbogenschütze auf. Oben links. Und da kommen zwei durch die... Komm, das ist ja hier... Hat schon nur noch einen Arm. Stabil. Braucht ja auch keinen zweiten, wenn er nur eine Waffe hat. Nein, das ist richtig. So, jetzt meinst du, hier oben wäre einer? Ja, der steht dann gleich auf. Ja, der kommt dann, glaube ich, die Treppe runter. Das ist nicht so gut, als Fernkämpfer die Treppe runterzukommen. Kommen die Skelette jetzt nochmal wieder? Einige stehen nochmal neu auf, andere nicht. Das ist ein Bitch-Move. Gibt es da einen festen Timer? Oh, da kommt Gott. Der Bogenschütze. Jawoll. Ja, toll. Da steht ja noch einer. Der hat keinen Kopf mehr. Ja. Ja, alles klar. Die, ne? Die können eine lustige Wirbelattacke. Wenn du die aufladen lässt. Was wir besser nicht ausprobieren wollen. Das ist richtig. Da hinten steht einer mit dem großen Schwert. Da steht einer ohne Fernkampfwaffe. Und da hinten steht der andere mit der Fernkampfwaffe. Das ist cremig. Da kommt der andere Typ. Der steht der Wolf. Danke auch dafür. Meine Fresse. Nein! Oh! Ich hätte gedacht, dass der schon verreckt ist. Nein. Ah, ja, komm, gib ihm jetzt. So. Lass mich hier trinken. Vorsicht. Da ist eine Abkürzung und da ist eine Steine, den man triggern kann. Da will ich nicht drauf treten, dann kommen nämlich süße kommen wahrscheinlich Pfeile Flammenpfeile. Raus. Ja. Ist das ein Leiter, die man lostreten muss? Nee, der kann es dann gleich einfach runter. Da liegt ein Item. Gehen wir mal da runter und dann... Na, die Gier ist wieder stark. Naja, hier ist ja ein... Ah, okay. Ja, ich hätte gedacht, dass es hier nicht weitergeht, deswegen... Weil, ja... Das ist immer das Problem. Welchen Weg gehst du jetzt? Gehst du hier unten weiter oder gehst du wieder nach oben und gehst da weiter? Ich bin, glaube ich, immer oben weitergegangen. Aber... Ja, fuck, ist halt immer, müssen wir jetzt mehr runterreden. Das ist ja sonst... Ist ja relativ egal. Du kommst auf jeden Fall über... Ist auch wieder so ein OP-Typ wie auf der Brücke? Oder was heißt OP-Typ? Oh, der... Ach nee, der wirft mit... Der wirft mit Wurfmessern. Der wirft mit Wurfmessern. Okay, alles klar. Gucken. Da stehen zwei. Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, deswegen spekuliere ich auch schon. Aktuell sehe ich keiner. Ja, dann wird es wohl nur einer sein. Aber der reicht tatsächlich auch schon. Ah, das war zu gierig. Ach ja, der wirft mit Pfeilen. Gar nicht, oder? Doch, das sind so Wurfmesser. Okay. Einfach mal anvisieren, wäre auch von Vorteil. Das ist auch geil, der springt um mich herum und dreht sich einfach mit und dann ist gut. Eigentlich müsste das so ein Gegner sein, den man einfach nicht anvisieren kann. Dann würde der richtig bitchig sein. Kleine Titanitsche und Wurfmarie. Also ich glaube, in dem Gebiet, guck mal, das kriegt doch nach einer Dings aus. Nach einer unsichtbaren Mauer. Räumerregen. Tatsächlich. Warte. Irgendwann hat man... Ja, weil dieses Stück Rückgrat da rumrollt. Ja, ich hab's gesehen. Vorsicht vor Geschoss. Aha. Scharfer Edelstein. Vorsicht vor Geschoss. Das meinte er, okay. Ne? Ich habe eigentlich nach der Platte auf dem Boden gesucht. Die Warnungen sind da nicht immer ganz so hilfreich manchmal. Das ist... Das muss man ja dann nochmal machen.
Ich meine, then I took an arrow to the shoulder. Ja, wohl eher fast Karotte ist hier so. Schön die Halsschlagader rein. So. Schon nicht gerade unpräzise. Oh, guck mal an. BTF. Rip in Pepperonis. Ne? Na, kommst du nochmal wieder? Guck mal, mit Ansage. Diesmal wollte er geskillt wegrennen. Rollen. Wegrollen, ja. Links war noch jemand, das habe ich schon gesehen. Ja, ein Bogenschütze. Ja, das ist umso schlimmer jetzt um die, auf die Entfernung. Ja, bei den Gängen kämpfen komm her, ist auch her, wieder komm so. Her. So. Folien von Kartus. Was ist denn das? Können wir den Pyromanten geben? Im Lager. Oh, gefährlich, gefährlich. Nicht darunter rollen. Vor allem nicht, wenn man weiß, wenn man nicht weiß, wohin. Sinnlos. Vermutlich sinnlos, irgendwo hinzuspringen. Ja, darunter zu springen ist, glaube ich, nur der Tod. So. Und diese, mit diesem Prismastein kann man dann diese Nachrichten spawnen, oder? Nee. Das kannst du einfach so machen. Also kannst du einfach so Nachrichten schreiben. Schick. Wir können, also man kann tatsächlich auch anderen Leuten helfen. Wenn du dir bei dieser Dame diesen Symbol Speckstein kaufst. Speckstein, ja. Weißt du, Symbol Speckstein, damit kannst du dann auf dem Boden deine eigene Schrift hinterlassen. Und dann können dich andere in ihre Welt beschwören. Wenn die dich halt... War eine Druckplatte? Da bin ich voll drüber gelatscht. Hab mich aber genauso gestellt, dass ich von einem der Pfeile getroffen wurde. Das war doch mal skilled. Ich glaube aber, wir machen beim nächsten Mal weiter. Und dann bis dahin. Bis denn.